Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch in einer weiteren Woche meines Aufbrauchprojekts und jetzt wollte ich euch zuerst mal zeigen, was diese Woche leer geworden ist, und zwar der Lippenstift von Max Factor in der Farbe Simply Nude 725 und es sieht jetzt ein bisschen eklig aus, aber so ist es halt manchmal mit Lippenstift. Und jetzt ist hier tatsächlich dieses Plastikding nur noch und ist gut. Mir hat der Geruch von dem Lippenstift nicht so gut gefallen. Ich fand aber, dass er insgesamt relativ lange gehalten hat und dass es ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis war. Nicht zu vergleichen mit MAC wahrscheinlich, aber für den Preis absolut in Ordnung. Dann ist leer geworden von Lancôme. So eine Art, wie sagt man dazu? Serum vielleicht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das hat Feuchtigkeit gespendet, gepflegt und war nicht so aufdringlich und hat die Poren nicht verstopft. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Ist aber wahrscheinlich super teuer. Dann wollte ich euch meinen Fortschritt zeigen mit dem Jill Sander Parfüm. Also da habe ich mal begonnen. Das war an Ostern und das ist mein Step quasi diese Woche. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es mich so lange Zeit kosten würde, ein Eau de Toilette aufzubrauchen. Zumal ich ja, also ich weiß nicht, ihr habt es ja gesehen, mit anderen Sachen bin ich relativ schnell. Das kostet mich irgendwie unheimlich viel Überwindung. Aber ich bleibe natürlich weiter dran. Und auch einer der Nagellacke, die ich reingenommen hatte. Pearly Pastel 405. Da habe ich diesen Fortschritt bisher gemacht. Und ich muss sagen, ich finde den wirklich ganz gut eigentlich. Gibt es nichts dran auszusetzen, nur die Farbe irgendwie, weiß nicht, passt nicht so richtig zu mir. Leer geworden ist diese Woche außerdem der Nagellack von Annie. 332, ja genau, Star of the Day hieß die Farbe. Und ich bin ganz happy, dass ich das geschafft habe, auch so ein großes Fläschchen jetzt endlich mal leer zu bekommen. Und besonders gut hat mir das in Kombination gefallen mit einem anderen Pearly Nagellack, nämlich mit diesem hier, weil das ein wunderbares Grau dann geworden ist. So richtig irgendwie pastellig, silber, grau. Das hat mir richtig gut gefallen. Und das ist auch der, den ich jetzt reinnehmen möchte. Der war an Ostern noch so voll. Und jetzt bin ich hier. Das heißt, es ist echt nur noch ein bisschen aufzubrauchen. Aber das will ich auch noch schaffen. Ja, und da ist mir aufgefallen, es ist auch viel einfacher, Nagellacke aufzubrauchen, wenn man, so wie bei anderen Produkten auch, quasi nicht immer dasselbe nimmt. Im Sinne von, ist es irgendwie praktisch, wenn man eine Base hat, die man loswerden möchte, ein Farblack und ein Topcoat. Und für mich war das einfach ein super Topcoat für diesen einen Nagellack. Deswegen hat mir das so gut gefallen, deswegen hat es jetzt auch nicht so lange gedauert, den aufzubrauchen. Und ich denke, das ist für euch vielleicht auch interessant, wenn ihr denkt, naja, ich will ein bisschen abbauen oder mal was anderes, dann ist das wahrscheinlich eine ganz gute Taktik. Ja, und was ich noch reinnehmen möchte, ist von Art Deco ein kleiner Single Eyeshadow in der Farbe 810. Und ich werde den für euch mal swatchen. Ich habe nämlich, ja, so, ah ja, das ist ein wunderschönes, ja, ich würde sagen, so weißlich ist er. Aber auf gar keinen Fall so weiß-weiß, sondern echt süß und glitzert. Weiß nicht, ob man das ganz gut sehen kann hier. Besser kriege ich es jedenfalls gerade nicht hin. Und zwar habe ich so eine kleine, ja, ich habe so einen kleinen Fimmel. Ich kaufe ständig weißen Lidschatten. Und mit mehr Glitzer, mit weniger Glitzer. Und es sind, glaube ich, 4 oder 5 habe ich mit nach Wien genommen und das ist einer davon und ich denke, 3 wären für mich auch in Ordnung. Deshalb möchte ich den jetzt aufbrauchen.
Und ich wollte euch noch zeigen, wie weit ich mit dem gelben Nagellack gekommen bin. Und zwar bis hier, der war komplett voll und jetzt bin ich hier. Und ich muss sagen, puh, schwierige Farbe für mich. Aber auch die war mit dem Topcoat irgendwie schön und das werde ich nochmal versuchen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er relativ lange gehalten hat im Vergleich zu anderen. Ja. So, und ich glaube, das war es auch schon von mir für diese Woche. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich irgendwie dachte, ich muss unheimlich viel erzählen und jetzt bin ich doch schon durch. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!